Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Fan 2019 mit dem nächsten Rennen. Wir sind in Barcelona zu Gast und fahren mit dem Qualifikationstraining oder machen wir mit dem Qualifikationstraining heute weiter hier bei F1 2019. Das nächste Rennwochenende steht an. Das wird ein verdammt schweres Rennwochenende werden. Das nächste, aber es liegt wie gesagt noch ein bisschen an meiner Konzentration. Das ist jetzt die 11. Folge. 12. Folge, die ich aufnehme. Hintereinander weg und ich habe noch nicht mal was gegessen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Wir haben gleich weiter. Wo die Teams in den nächsten Minuten ein hektisches Training im Kampf um die besten Rundenzeiten beginnen werden. Und Stefan Römer ist natürlich auch wieder bei mir an diesem hoffentlich weiterhin so herrlichen Tag. Kein störendes Schlechtwetter, keine Probleme auf der Strecke und natürlich auch kein Platz für Fehler. Das stimmt, momentan sieht es da draußen wirklich sehr gut aus. Jedes Team hat seinen eigenen Schlachtplan für die Session, wobei die Autos, sobald sie einmal auf der Strecke sind, natürlich den Parc-Fermé-Regeln unterstehen. Deshalb müssen jegliche Last-Minute-Änderungen hier und jetzt erledigt werden. Abgesehen davon liegt die Verantwortung beim Fahrer. Wer kann seine Reifen am besten temperieren? Wer schafft die beste Linie durch die Kurven? Natürlich heute alles ohne Rennbetankung. Das sind die mit Abstand schnellsten Autos seit sehr, sehr langer Zeit. Und hier im Qualifying sind sie natürlich an ihrem absoluten Leistungslimit. Legen wir los. Bloß in die Augen schauen und damit, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen. Ja, wie gesagt, wir haben 21 Uhr, ich habe noch nichts wirklich gegessen, ich habe noch das Qualifying jetzt vor und mir auf eine Einlauf-Session, also die Session jetzt hier, und das Rennen in der nächsten, am morgigen Tag, weil ich eigentlich in Urlaub fahre und quasi dann schon im Urlaub bin, wenn diese Folge hier auch rauskommt. Und quasi für 8 Tage im Voraus aufnehmen darf. Wie es also will. Ich will euch nämlich gerne den Content bringen. Naja, wieder mal sein. Wir gehen auf die Strecke. Fliegende Runde. Gib ihm. Wir wollen ja hier heute. Wir haben ja plus 5 Plätze, also je nachdem, wie können wir jetzt, wenn wir letzter werden sollten. Ist es letztendlich egal. So, um zumindest die Aufgabe zu erfüllen, müssen wir Platz 13 holen. Abgesehen davon, ja. Albion als 23. Ach, das wird doch hart genutzt werden, diese Zeit schon zu knacken. Oh, 1,3. Ja gut, der Vettel. Jetzt kommen gerade die besten Zeiten. Und Platz 5.
Vorbei am Badeline der Grosjean. Also Top 13 müssen wir werden, damit wir zumindest die Ziele erreichen. So 22,9, ja. Aber da müssen wir noch ein bisschen was nachlegen. Da müssen wir 0,2 Sekunden noch finden. Um zumindest die beiden Haas zu packen. Das wäre es zumindest mal. We're 18th in the speed trap, 314.7 kilometers per hour. Ja, eine Runde müssen wir noch setzen und die muss passen. Also 22,7 sollte, muss zu packen sein. Dann hätten wir die Zeit mit dir, dann hätten wir zumindest die beiden Haas. Ich muss ein bisschen konzentriert sein, Leute, deswegen auch gerade mal ein wenig weniger Quatsche. So, die beiden Haas habe ich. Die beiden Haas habe ich. Das ist erstmal das Wichtigste. Zumindest ein bisschen sind weiter neunter, also zumindest wie gesagt, die beiden Haas habe ich gepackt. Das ist erstmal das Wichtige. 22,6 momentan mit dem Satz. Theoretisch müssten wir nochmal nachlegen, um Sainz und Perez zu holen. Wir haben noch 4 Minuten. Momentan sind wir auch voll im Soll. Also wie gesagt, wir werden momentan noch 14. Wenn ich jetzt Sainz und Perez auch hole mit den. Einsatz müssen wir noch holen. Das ist klar. Wir müssen noch mit dem Einsatz irgendwas mal reißen. Vielleicht kriegen wir sie noch irgendwie.
Ja, das Thema hat sich gegessen. Zurück in die Garage. Das Thema ist gegessen. Scheiße, die Runde habe ich ein bisschen schön verkackt. Wir sind alle bereit für das 9. Abermin. Aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Verstappen, Bottas und Charles Leclerc. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ja. Toller Tag. Wie denken Sie darüber? Sind Sie zufrieden mit Ihrer Startposition im Rennen morgen? So. Ja. Gut. Wie wird die Gridstrafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Ja, das wird auf jeden Fall deutlich schwerer. Das war dann alles. Definitiv. Naja, gucken wir mal, wie das Rennen läuft. Ich hoffe nicht, dass es so eine ähnliche Klatsche gibt wie letzte Woche. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Aber wir haben unsere Vorgabe geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Gut. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Das werden wir dann auf jeden Fall sehen. Morgen, wenn die Startaufstellung released wird. Wir sehen uns auf jeden Fall dann wieder zum Rennen bei Let's Play von 2019 hier aus Spanien. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss.